Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu FIFA 06 in der Premier League und dem letzten echten Topspiel. Die Red Devils müssen heute gegen Tottenham Hotspur antreten, um ihre Serie weiter auszubauen. Und deswegen geht es auch jetzt auch unverzüglich los. Viel Spaß! Wieder klar unterlegen. Ich glaube, dass sie heute versuchen werden, ihren Fans ein Spektakel zu liefern und vielleicht bauen sie auch darauf, dass die Gäste sie unterschätzen. Los geht's. So, diesmal haben es Thomas und Patrick auch geschafft, direkt vor Anpfiff schon verbal da zu sein. So, ihr könnt sehen, dass ich meine Mannschaft umgebaut habe. Denn im Hinspiel hat uns Tottenham nicht viel Grund zum Fürchten gegeben. Sie haben zwar mitgespielt, aber letzten Endes war es doch ein sehr klares Ergebnis. Allerdings, da es sich ja hier, wie gesagt, um den letzten richtigen Top-Gegner handelt, habe ich nicht komplett ausgewechselt, sondern Teile der ersten Mannschaft auch drin gelassen. Gary Neville-Halle habe ich für heute allerdings komplett aus dem Kader genommen, weil der Herr mit drei gelben Karten schon etwas vorbelastet ist und man deshalb auch mal Leuten den Vorzug geben kann, die nicht ganz so gewalttätig waren. Wayne Rooney. Keine gute Schussposition, daher kein Problem für den Torhüter. Allerdings sind mir die Kommentatoren doch etwas leise. So. Den Ball erobert, was macht er daraus? So, Cristiano Ronaldo findet sich heute in der zentralen Position. Darf einmal komplett den Ballverteiler alleine spielen. Er holt sich den Ball in der eigenen Hälfte. Während Paul Scholes und Jason Park auf der Außenbahn zu finden sind. Und ansonsten habe ich mal wieder Solskjaer nach vorne gepackt. Jermaine Defoe. Findet er die richtige Anspielstation? Und dann werden wir sehen, was diese Truppe leisten kann. Und falls es nicht funktioniert, haben wir immer noch Leute auf der Bank, Sie sind die im Ballbesitz. Etwas dagegen unternehmen können, um es besser zu machen. Er ist fett. Jetzt hat er sich warm geschossen, das war sicherlich ein Versuch wert. So, der Anfang lässt schon darauf vermuten, dass es nicht ganz so stürmisch wird wie im Hinspiel. Aber dort bin ich ja auch speziell motiviert gewesen, wer sich erinnert. Cristiano Ronaldo. Meine Jubiläumsfolge Nummer 1000. Oder mein Jubiläumsvideo Nummer 1000, was hochgeladen wurde. Aber jetzt ist der Bann endlich gebrochen durch natürlich Solskjaer. Da hat der Torwart zu spät reagiert, als der Ball an ihm vorbei ins Netz flog. Das war doch klar, dass der hier trifft. Er ist ein zielstrebiger Stürmer, der keine extra Einladung der Verteidiger benötigt. Es sieht so aus, als ob er nach Belieben das Tor trifft. Ja, allerdings sollte sich der Verteidiger da lieber mal Gedanken machen, wie das passieren konnte, denn da Solskjaer meines Wissens nach noch nie mit seinen 1,90 angeben konnte, ist das dann schon recht peinlich, wenn der Herr ein Kopfballtor erzielen kann. Auch wenn es ja nicht das erste gewesen ist, das wissen wir ja. Jetzt der Einwurf. Nein, ganz im Gegenteil. Im Derby-Rückspiel hat er ja mit zwei Kopfballtoren maßgeblich zu einem Sieg beigetragen. Sehr schönes Tackling. Ryan Giggs. Paul Scholes. Also der Herr entwickelt hier noch echt ungeahnte Qualitäten. Oh, ist das Edgar Davids? Kann gut sein. Hoppala. Was hat er sich denn dabei gedacht? Wenn er Pech hat, sieht er eine Karte. Der verletzte Spieler geht vom Platz, der neue Mann steht schon bereit. Ja,
Dafür gibt es jetzt auch mal eine Karte, denn oft genug... Nein, kein Fehler, der Torwart hat den Ball. Denn oft genug passiert ist, dass... Der Torwart entschließt sich, den Ball zu werfen. Der Schiedsrichter bei einer Verletzung überhaupt keine Karte zeigt. Ja, da bin ich nicht so freundlich gewesen, das gebe ich zu. Und da war Cristiano Ronaldo fast mit einem Weltklasse-Pass. Wie man es von ihm gewohnt ist. Cristiano Ronaldo. Den kippt er gleich wieder zurück. Weggefaustet. Ja, und die Mannschaft von Meistertrainer Heinz Rüdiger kann ja heute in der Tat Historisches erreichen. Wir können einen weiteren historischen Vereinsrekord von Manchester United brechen. Er holt sich den Ball im Mittelfeld. Aber er hat den Blick für die Situation. Er weiß, wann er abzupfeifen hat. Er weiß auch, wann er Vorteil geben kann. Auch hier wieder der Pass in Wir können heute die Serie von ungeschlagenen Spielen erneuern. Bisher steht der Rekord bei 45 Spielen ohne Niederlage. Er zieht ab. Oh, da ist der Ball drin. Und da ist schon wieder das Kopfballungeheuer Solskjær. Der Torwart konnte bei diesem perfekten Kopfball nur noch zuschauen. Der braucht keine Chancen, der macht Tore. Ein Torjäger, der in jeder Situation die richtige Entscheidung trifft. Spektakulär und eiskalt. Aus der Saison 98-99. Ich denke mal, dass damit nur Premier League-Spiele gemeint sind. Gute Ballbehandlung. Das ist dann eben ein saisonübergreifender Rekord. Das können wir jetzt hier halt nicht erreichen. Von daher rechne ich jetzt einfach mal auch die Champions League-Spiele hier mit, um diesen Rekord erreichen zu können. Und da das heute unser 46. Spiel ist, können wir diesen Rekord eben heute einstellen. Ja, und da muss man eben auch mal seinen Kopf hinhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was für ein Pass von Solskjær. Weltklasse. Ryan Giggs. Aufs Tor. Ja! Und da schlägt der Sir zu. Dieser Stürmer schießt seine Tore normalerweise im Doppelpack. Eine herrliche Aktion. Und damit ist dann doch wieder irgendwie alles klar. Das scheint eine einseitige Sache zu werden. Es steht 3-0. Ja, damit kann Solskjær sich ein bisschen auf der Torschützenliste weiter verbessern. Und zudem seine Torquote noch ausbauen. Paul Scholes. Was für eine schöne Partie bis jetzt wieder. Bei schönstem Wetter. Nach vorne gegeben. Die Verteidigung steht gewaltig unter Druck. Ja. Hier flanken. Und sie haben stark gehalten vom Torhüter. In die Vielleicht muss er Scheer da bald mal wieder seine gelbe Karte auspacken. Der Torhüter weg von seinem Tor. Der Trainer, lieber Thomas, darf überhaupt nicht zufrieden sein mit dem, was seine Schützlinge hier in der ersten Halbzeit angeboten haben. Sie haben kämpferisch auf alle Fälle noch sehr viel Luft nach oben und auch im spielerischen... Da kann er im letzten Augenblick klären. Ja. Das gibt eine... Und da wollte Tottenham es uns leicht machen, den Ball ins eigene Tor befördern, aber auch das schaffen sie nicht. Michael Silvestre. Auf niemanden ist Verlass abseits. Jetzt die Möglichkeit für Sie zu Hause auch, sich dieses Abseits nochmal genau anzusehen. Ecke. Ja, und während Tottenham hier noch um Platz 4 kämpft und damit um das internationale Geschäft, sieht es ja in der echten Premier League sehr gut für Sie aus. Sie haben ja tatsächlich noch Chancen auf den Meistertitel. Robbie Keane. Auch wenn es schwer wird, Chelsea einzuholen. Da hat der Verteidiger ein weiteres. Ja. Dieses Abseits sollten wir uns noch mal genauer anschauen. Aber es ist alles möglich. Er hat doch überhaupt nichts gemacht. Hörst du mal auf, den zu loben? Da ist er. Immer wieder demonstriert der Torwart sein gutes Stellungsspiel. So auch hier. Der Torhüter ganz souverän hier. Souveräner Pass. So, Sturmangriff. Park. Da schießt er. Getroffen. Und jetzt darf auch Jason Park einmal zuschlagen. Was für ein Tor, liebe Zuschauer. Traumhaft. Ein Vorbild für jeden Stürmer. Ein Schuss, ein Treffer. Nach einer Glanzvorlage von Ryan Giggs. Sie bauen ihre Führung weiter aus. 4-0 jetzt schon.
der damit auch ein Tor und eine Vorlage hat. Also heute ist wieder ein guter Tag zum Scorerpunkte sammeln. Ryan Giggs. Nur seine Flanke war jetzt gerade etwas schwach. Da ging dem Herrn etwas die Luft aus. Cristiano Ronaldo. Ja, und Ronaldo auch heute in toller Form. Aus 30 Metern. Und noch eins. Und der hat ja auch noch gefehlt. Jetzt darf auch noch Wayne Rooney einsetzen. Und schon wieder hat ein Konter zum Erfolg geführt. Ein deutlicher Auswärtssieg, Lohn für eine perfekte taktische Leistung. Der Schrecken aller Verteidiger hat zugeschlagen. Ein Phantom, er ist immer da. Er weiß instinktiv, wo die Kugel hinfliegt. Ein Torjäger halt. Toller Pass. Ja, aber das war auch unter gnädiger Mithilfe vom Torhüter. Wie lange der den Vorteil einfach laufen lässt, ist doch eine Frechheit. Ja, und Tottenham erlebt ein ähnliches Debakel wie im Hinspiel. Ich muss mich wohl verbessern. Der Querpass mit. Dieses Abseits schauen wir uns nochmals genau an. Nee, bitte nicht. Und wieder ein Weltklasse-Pass. Wayne Rooney. Auch wenn der junge Wayne das diesmal nicht nutzen kann. Schöner Pass, der weit bis ins Mittelfeld geht. Ja, aber jetzt kommt Gabriel Heinze. Tackling des Verteidigers in dieser Situation. Berufstank. Und da rennen sie sich schon wieder fest, Thomas, in dieser engmaschigen Abwehr. Und Cristiano Ronaldo heute mit vielen kreativen Ideen. Großartig. Mit dem Kopfball gerettet. Ja, und während die Red Devils jetzt Tabellenführer feststehen, müssen sie ja in der echten Premier League noch um das internationale Geschäft kämpfen, haben da noch nicht den Sack zumachen können. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Und eventuell können sie ja dann alles mit dem Euroleague-Gewinn fix machen. Aber auch das ist ja noch nicht ganz sicher. So, ich lasse die Elf jetzt auch, wie sie ist. Es gibt keinen Grund, irgendwas daran zu ändern. Den Ball hinten rumlaufen. Ja, Scholes, was ist denn nun? Ja, schönes Täuschungsmanöver. Mit voller Konzentration. Ja, was hat das jetzt gebracht? Nichts. Och, Ryan, etwas mehr Fingerspitzengefühl, Mensch. Guck dir das nochmal an. Jetzt ist er völlig umsonst extra Kilometer gelaufen. Allmählich werden die Fans ungeduldig. Sie wollen Angriffsfußball sehen, anstatt den Ball. Ja, auch das wieder. Natürlich umso schöner. Da fällt schon wieder ein Tor. Und da ist der Hattrick von Ole Gunnar Solskjaer. Erneut jubeln die Gäste. Dieses Tor setzt den Schlusspunkt unter diesen selbstbewussten Auftritt in der Fremde. Er lässt heute wirklich überhaupt nichts anbrennen. Also noch ist das Spiel nicht vorbei, Patrick. Ich sag's dir nochmal. Robbie Keane. Er hat ihn. Und jetzt, wohin damit? Ach, die haben Robbie Keane und nicht Roy Keane. Aber sie haben auch ein R. Keane. Das ist der sogenannte tödliche schnelle Pass. Der hohe Querpass geht in den Strafraum. Ja, aber Solskjaer, da muss man schon durchlaufen. Sie haben sich den Ball zurückgeholt. Ja, und damit ist es genau dasselbe Debakel wie im Hinspiel. Es war sozusagen hohe Verteidigungskunst, den Stürmer vom Ball getrennt, ohne ihn unfair zu attackieren. Die Abwehr lässt bisher überhaupt keine Chance für die Stürmer zu. Kompliment. Ja, und solcher O'Shea ist auch noch ohne gelbe Karte. Irgendwas stimmt hier nicht. Rums. Das ist der sogenannte tödliche schnelle Pass. Ja, und die Red Devils heute auch alles andere als zimperlich. Giggs. Solskjaer, zu spät. Du weißt doch, wie der junge Wayne ist. Den Ball erkämpft und jetzt sollte es schnell gehen. Der braucht es direkt. Giggs. Quer gespielt. Jermaine Defoe.
Und da ist der Schlusspfiff. Kein ausgeglichenes Spiel, das die Mannschaften heute geboten haben. 6:1 das Endergebnis. Heute hat einzig und allein der Torhüter das Spiel entschieden. Patrick, wie immer war es eine Freude für mich, mit dir zusammenzuarbeiten. Und hier nochmal ein paar Wiederholungen. Okay, jetzt ist es soweit, dass auch noch Thomas nochmal in die Grundschule muss. Offenbar kann auch er eine 0 nicht von einer 1 unterscheiden. Dann werde ich ihn jetzt einfach mal verbessern. Mit 6:0 wird Tottenham, wie im Hinspiel diesmal auch, wieder zu Hause geschlagen. Ein absolutes Debakel, man kann es nicht anders ausdrücken. Denn nachdem sie am Anfang noch etwas mithalten konnten und irgendwann auch hin und wieder mal zu einem leichten Abschluss kamen, war es dann doch eine sehr einseitige Vorstellung. Aber man muss auch sagen, die Red Devils heute wieder, genau wie im Hinspiel, einfach eiskalt in der Chancenverwertung. Und das wieder mit einer gemischt zweiten Mannschaft. Sehr schön, dass es heute auch sehr viele verschiedene Torschützen gab. Da war wieder ein schöner Zusammenhalt in der Mannschaft zu sehen. Solskjaer mit dem Hattrick und noch einer Vorlage, Ryan Giggs mit einem Tor und mindestens einer Vorlage. Cristiano Ronaldo heute als toller Ballverteiler, auch mit einem klasse Job. Also, es war wieder eine absolute runde Vorstellung. Die Statistik gibt einem da auch wieder absolut recht. Und jetzt können wir ins Menü zurück. Und da sind wir. So, und jetzt könnt ihr es links oben schon im Mannschaftsboard sehen. Wir haben die Marke von 100 Punkten durchbrochen. Wir sind jetzt bei 101 Dalmatiner angekommen. Und beim nächsten Mal werden wir natürlich versuchen, das weiter auszubauen gegen Charlton. Da wird dann wahrscheinlich wieder die zweite Garde zum Zug kommen. Es wird wieder bunt gemischt zur Sache gehen. Und dann werden wir dort weitermachen. Also, meine Damen und Herren, schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Und dann sage ich nur dranbleiben und bis zum nächsten Mal.